sehe gerade, meine Kamera ist an. Das heißt, auf meiner Kamera ist der peinliche Sturz von eben drauf. Naja, gut. So, nachdem ich jetzt wirklich einige Tage in Köln war, geht es heute weiter. Von Köln aus war ich ja einmal in Königsforst. Und ansonsten ja, war ich bei meiner Freundin, wir hatten eine nette Zeit. Und warum war ich jetzt so lange in Köln? Ja, also ich wurde jetzt schon dreimal von der Zecke gebissen. Unter anderem hier an meinem Arm. Ja, ich musste zum Arzt, weil da man sieht, wo die Kugelschreiberstriche sind. Ja, da hat sich ein roter Rand gebildet. Ja, und jetzt muss ich halt mal vorsorglich Antibiotika nehmen. Ja, deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen gechillter fahren und mich nicht so überanstrengen, also ich versuche es. Die sind auch saugeil. Gerade alle Autos stehen geblieben, weil die Enten rübergelaufen sind. Ja, ich bin jetzt auch schon 25 Kilometer gefahren. Ich habe jetzt nicht viel gefilmt, weil ich war hier die ganze Zeit durch die Straße entlang. Und ja, ich habe es mir gut gehen lassen, habe ein bisschen Musik gehört und habe die Fahrradtour genossen. Es geht die ganze Zeit sehr flach und ich finde es sehr entspannt. So, kleine Pause gemacht. Ja, ich glaube, die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft. Ups, das war jetzt so Glück. Also 29 Kilometer bin ich schon gefahren, 27 muss ich noch. Ups. Und weiter geht's. Ja, ich muss mal stehen bleiben. Mir ist ein bisschen frisch. Ich glaube, ich habe heute noch gar nicht erwähnt, wo es heute hingeht. Also ich werde auf jeden Fall Richtung Eifel fahren. Aber da ich mich ja nicht überanstrengen möchte, werde ich heute nur bis Niederecken fahren. So heißt das, glaube ich. Und dort übernachten im Zelt irgendwo. Und dann morgen in die Eifel fahren. Das ist auch geil. Also vorne war eine Straßensperrung, stand aber anliegerfrei. Und naja, der Belag. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das sind halt so Gitter. Keine Ahnung, aber die Autofahrer, die fahren da einfach lang.
abgefahren. Naja, wenn die das können, kann ich das auch. Ne? Oh, also der Autofahrer, der kommt wieder zurück. Naja, ich bin mal gespannt. Jo, ich glaube, hier ist die Baustelle fertig. Ich hab's geschafft. So, das Navi wollte mich jetzt eigentlich an der Straße entlang lotsen, weil ich ja auch auf Fahrradtour getippt habe. Aber ich gehe mal hier wieder durch den Wald. Ich muss nur gucken, dass ich mein Essen nicht verliere, weil das eigentlich nicht so trailsicher gebaut ist. Geil. Hier sind kleine Sprünge. Okay, hier gibt's mehr. Ja, voll cool. Kleiner Bikepark. Ich könnte natürlich jetzt mein Gepäck abschnallen und hier ein bisschen meinen Spaß haben. Ist ja geil. Hätte ich voll Bock drauf. Wo fahre ich denn jetzt eigentlich lang? Ich erkenne jetzt gar nicht mehr den Weg vor lauter Jumps. Mal wieder Friedhof besichtigen. So, ich bin mittlerweile an der Ruhr. Hier links ist der Fluss. Ja, und ich denke, dass ich mir so langsam einen Schlafplatz suche. Pistole dabei oder sowas ähnliches. Ja, das drehe ich auch schon mal. Ja, nun, das ist ja heute nicht mehr ganz ungefährlich. Ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und ich muss auch mal sautrinkend aufs Klo. Ja, ich fahre jetzt hier nochmal über die Brücke. Weil, ja, ich möchte jetzt nicht groß weiterfahren. Hier ist doch viel Wald, hier werde ich bestimmt ein schönes Plätzchen finden. Okay, hier muss ich schieben. Also ich glaube, da hinten sieht es ganz gut aus. Da gehe ich jetzt gleich mal gucken. Aber ich sprühe mich jetzt erstmal ein, weil Zecken hatte ich jetzt wirklich genug. Die Socken hochziehen. Sehr sexy. So, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich auch Empfang habe.
ja, Empfang habe ich. Weil da muss man auch immer drauf achten, falls irgendwas wäre. Also ich bleib hier. Da hinten geht es nur, da ist zwar noch ein Trampelpfad, aber da geht es nur zum Hochsitz. Ey, was sind hier für Mücken, Mann? Ich habe mich doch gerade eingesprüht. Ja, und ich denke, dass ich genau hier mein Zelt aufstelle. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. So, ich bin jetzt hier gerade am Zelt aufbauen. Und ich sage auch schon mal gute Nacht. Es ist jetzt ja so 6:30 und ich möchte den Abend heute mal schön ruhig ausklingen lassen, weil das heute so die erste Nacht ist, wo ich schön in der Natur im Wald bin. Da unten ist zwar wieder die Bahnschiene, mal wieder, also jetzt schon das dritte Mal in Folge. Irgendwie verfolgt die Bahnschiene mich, aber das ist wirklich nur ein Bimmelzug und der fährt, ich glaube, alle 1-2 Stunden. Ich werde jetzt mein Zelt fertig aufbauen, ein bisschen Buch lesen und den Zug gehört. Jetzt kommt er wieder. Ja, und werde den Abend mal ganz gemütlich ausklingen lassen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Die Socken, wo sind meine Socken? Da. Meine Socken hochziehen hat nichts gebracht. Ich habe mich eben hingesetzt, habe mein Brötchen gefuttert und dann waren die 4 Zecken an meinen Socken. Also das nächste Mal werde ich einfach meine Socken noch mit einsprühen. Und auf jeden Fall muss ich meine Klamotten heute Abend gut ausschütteln, weil das macht ja alles keinen Sinn. Die Zecken, die mögen mich. Leider.